Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. Oh mein Gott, ich habe einen totalen Fail gemacht. Ich habe vergessen zu save-staten und dann musste ich alle zwei Level noch einmal spielen. Es war so grauenhaft. Es war schön. Oh Gott, Leute, ich bin perplex. Gehen wir mal zu David Dave und kaufen nochmal. Hey! Meine Preise sind... Ja, deine Preise sind so schön. Oh mein Gott, ich falle in Ohnmacht. Speichert, obwohl ich Safe States benutzen könnte. Safe State. So, jetzt geht weiter. Hallo, also, okay. So, wir machen das hier und den hier und das hier und das. Hä, was haben wir denn für Zombies? Delfin-Zombies. Nehmen wir mal unsere neue Pflanze. Die Walnuss! Yay! Hochwalnuss, Entschuldigung. Ja. So. Was nehmen wir denn jetzt zum Schluss? Ich weiß es nicht. Den hier. Es geht los! Oh mein Gott. Ich musste alle Level noch einmal spielen. Ja, Let's Players machen doch. Alle Let's Player machen auch Fehler. Also nicht wundern! Also nicht wundern. Wieso dann nichts mehr kommt. Ja, mal könnte der PC ausfallen. Mal kann das passieren. Oder mal kann das passieren. Das ist immer so eine Sache bei Let's Playern. Drei Wellen! Nö, super. Och, komm schon, wieso drei Wellen? Drei Wellentaft. Ich hatte das doch schon im letzten Part. Und dann machen wir das noch nachts. Versteht ihr? Nachts. Okay, ich habe keinen Triplinator mitgenommen. Ich wollte gerade schon ausrechnen. Muss ich jetzt hier wieder drei Felder freilassen? Och nee. Ja, die Hochwalnuss. Die ist voll cool. Wir lieben sie alle nicht. Oder doch, man weiß es ja nicht, was für Pflanzen ihr mögt. Vielleicht mögt ihr sie, vielleicht auch nicht. Vielleicht hasst ihr auch Pflanzen gegen Zombies. Welches Spiel hat euch besser gefallen? Die PC oder das Nintendo DS-Version? Nein, das muss ich erst. Das musst du erstmal fragen, wenn das Spiel vorbei ist. Dann musst du fragen, ob welches Spiel uns gefallen hat. Weil so geht es ja gar nicht. Dass du uns jetzt erst fragst, welches Spiel gut ist und dann sagen wir, keins von beiden. Oh Gott. Ja, du, also warte, bis das Spiel zu Ende ist und dann sagen wir, welches Spiel uns gefallen hat. Ich hab schon verstanden. Branitz. Leute, ihr macht ja auch Fails im privaten Leben, also. Meckert nicht, dass ich auch Fail gemacht habe. Du hast viel gemacht. Wir lachen ihn wieder aus. Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. Ah, die PC-Version war irgendwie schöner und größer, aber die Nintendo DS-Version müssen wir auch in kleine Version spielen. Ja, weil Nintendo DS so klein ist. Ich habe noch immer den allerersten Nintendo DS. Oh, kauf dir den 3DS, der ist super. Ja, ich weiß. Ich muss erstmal Geld zusammenkriegen. Ah, du bist arm. Forever low. Scherz. Ja. Logisch. Oh. Ich musste da ja gar nichts hinstellen. Ich wollte eigentlich meinen. Ich dachte schon, der ist schneller, aber. So sieht man das eben halt. Pflanzen sind cool, Kinder. Also. Also. Pflanzen sind voll geil, Kinder. Man lernt was von den Pflanzen.
Ja, du lernst uns auch was, dass du ein Let's Fail bist. Nee, das seid ihr bestimmt nicht. Entschuldigung. Wollte ich jetzt auch nicht behaupten. Ihr seid die Coolsten. Dankeschön, Tu. Nochmal hast du dich gerettet, aber beim nächsten Mal stirbst du. Oh mein Gott, Zombies kommen. Ich mach diesen Part noch und fertig, weil meine Nerven liegen gerade blank. Weil ich die zwei Levels noch einmal spielen musste. Und es kommt noch, oder es kommt noch Part von Phoenix Wright oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich mach noch diesen Part hier fertig und dann. Oh, vielleicht kommt später was. Ich hoffe, du. Wenn nicht, dann müssen wir dich leider massakrieren. Ich bin ein Zombie. Lalala, ich schwimme mit meiner Plansche enter rum. Plansche, Plansch, Plansch. Es macht Plansch, Plansch, Plansch. Ja, das war ein cooler Song. Es macht Plansch, Plansch, Plansch. Echt ein cooler Song. Tu, hör auf, Lieder zu erfinden, die es gar nicht gibt. Tu ich trotzdem. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Muahahaha. Hör auf uns zu haten. Muahahaha. Oh Gott. Was mache ich hier? Du machst Let's Plays! Ja, ich weiß. Dann ist es gut, dass du es weißt. Weißt du was noch, du? Was? Deine Let's Plays sind kacke. Dankeschön. Nein. Ich weiß, was ich dann als nächstes Let's Play, wenn das hier vorbei ist mit Pflanzen gegen Zombies. Yes! Ich will's wissen! Das werdet ihr schon sehen, wenn es kommt. Ich will's aber jetzt wissen! Nein, das werdet ihr sehen, wenn es kommt. Ich will's jetzt wissen. Hey! Hört auf damit! Okay, wir warten, bis es kommt. Gut so. Es ist nämlich ein Click-and-Point-Adventure. Juhu, danke für den Tipp. Und was ist es? Sag ich dir doch trotzdem noch nicht. Mist. Ich will's aber wissen. Oh Gott. Wenn YouTuber ihren die Abonnenten wirklich so die ganze Zeit nerven würden. Oh, die nerven. Ah, das wäre dann irgendwie schlimm. Wenn die Abonnenten so die ganze Zeit nerven würden. So. Machen wir mal eine. Oh Gott, wie die in der Nintendo DS-Version aussieht. Sieht doch cool aus. Ja, ich weiß. Oh, okay. Oh, ich hab schon Angst. Wieso hast du Angst? Dass die rüberkommen. Ach so. Oh, da unten haben wir noch keinen. Wie geil. Die Walnuss ist ein Knaller. Der Hammer schlechthin. So. Boah, wie die in der Nintendo DS-Version aussieht. Besser als in der PC-Version. Leute. Let's Players haben echt nicht leicht, aber was kann man da dagegen tun? Man muss was sagen. Oder soll ich einen Walkthrough machen? Dann redet ihr dich überhaupt nicht. Dann bleib ich die ganze Zeit stumm. Ah, du kommst nicht mal weiter, du Blöder. Oh Gott, da muss ich mal dealen. So. Yay, ich bin auch mal wieder dran. Was denken wohl die Pflanzen in diesem Spiel? Was machen wir eigentlich hier? Ich will wieder in meine Karte zurück. Ja, wenn es... Oh, gibt es Pflanzen gegen Zombies in Kartenversion? Hm. Wäre irgendwie cool. Yu-Gi-Oh! Style. Ich spiele die Doppelinator in den Verteidigungsmodus. Hey. Ich setze meinen irgendwas ein. Ich muss jetzt eh nichts mehr machen, also kann man ruhig das machen. Lass mal sie durch. Ne, ich setze jetzt mal ein paar Walnüsse hin. Ich muss ja eh nichts mehr machen, das ist eh ich. Die Verteidigung steht doch eh jetzt gut. Oh Gott. Ich hasse es, wenn die Sonnen herumliegen. Ja, Real Life. Hm, die Sonne liegt herum. Heb sie mal auf, Kindchen. Okay. Okay, Mami. Danke, Söhnchen. Bitte, Mami.
F steht für Freunde, die was unternehmen. Ja, ich weiß. Thema FTW. Oh Gott, die greifen die Walnuss an. Okay, dass es schöner aussieht. Walnuss sein. Okay, wir müssen jetzt eh nichts mehr machen. Das ist eh. Es kommt noch eher ein Level und dann ist es vorbei mit diesem Part. Dann kommt vielleicht noch ein Phoenix Wright Part. Oder auch nicht. Mal sehen. Ihr werdet schon sehen. Ich will Phoenix Wright wieder weitermachen, weil es ist doch eh bald zu Ende. Es ist bald zu Ende mit Phoenix Wright. Und dann kommen noch die anderen Teile. Muhahaha. Es ist noch nicht vorbei mit Phoenix Wright. Die Wii-Version kann ich leider nicht spielen. Weil dann wird es wie verrückt herumlegen. Oh Gott. Hallo, wir haben von deiner Poolparty gehört. Finden wir lustig. Wir kommen rüber. Herzlichst die Zombies. Setzen 6. Muhahaha. Jetzt Zombies. Nächstes Level. Ich hoffe, ich nehme auf, wenn nicht. Ich hoffe, meine Stimme wird aufgenommen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Muha. Oh Gott, wieder mit Karten. Ich bin bereit, ich bin bereit. Was kommt? Ein Zombie-Kopf. Ah, wieso kann ich die nicht bewegen? Wäre irgendwie cooler. Brains. Ihr mit euren Brains. Glub. Oh Gott, ich brauche eine Pflanze. Gut, der Triblinator, der ist cool. Wir lieben den Triblinator alle. So, hier kommt auch noch eine Walnuss hin. Oh Gott, wir sind so cool. Wir können Walnüsse machen. Okay, nicht falsch verstehen. Hat sich echt komisch angehört. Wir können Walnüsse machen. Oh Gott, wir kriegen nur Triblinator. Muss man das verstehen? Nein, Tom, muss man nicht. Aber du kannst es verstehen, indem du googelst. Google ist dein Freund und Helfer. Google! Lassen wir mal den noch hier. Ne, den behalten wir noch. Ich brauche noch ein Seerosenblättchen. Gebt mir ein Seerosenblatt. Dankeschön. Jetzt kommst du hier hin, Triblinator. Du bist so cool, Tribli. Das wäre mal ein Pokémon. Triblinator. Kriegen wir jetzt nur noch Triblinators? Finde ich echt komisch. Aber cool. Du findest doch alles cool, Tu. Ja, ich weiß. Oh Gott, was habe ich getan? Du hast einen Fail gemacht. Nur Auslach. Ja, ich wollte gerade sagen. Was wolltest du denn sagen? Das wäre ein Fail gewesen. Machen wir mal so. Oh Gott. Zombies shit in my pants. Okay, das war. Was war das denn gerade? Ich weiß es selber nicht. Ja, hallo erstmal. Ich brauche eine Walnuss da unten. Oh Gott, tötet es. Nein. Dann machen wir immer so. Machen wir einen Zill. Wie Christoph. Ich will jetzt nicht jeden Christoph hier beleidigen müssen. Nee, ich tue keinen beleidigen. Tut. Nee. Ich bin lieber Mensch. Ich lieb. Ich bin böse, ich töte Leute. Oh nein, lauft weg! Ich möchte Ihnen noch hier was. Danke. Bitteschön. Endlich haben wir mal wieder ein Seelösenblättchen bekommen. Leute, ist weg. Ja, wir wissen es. Mussten die auch nicht tausendmal wiederholen. Sorry. Nehmen wir mal hier hin. Walnüsse noch. Hallo, Chili con Carne. Chili.
Ja, was isst ihr denn so gerne? Auch scharfes Zeug? Ich nicht. Du isst kein scharfes Zeug? Nö. Wieso das denn? Töte dich. Weil es so ist, eben halt. Ich esse nichts Scharfes. Also kommt klar damit oder macht irgendwas Komisches. Okay, Willi danced. Der Willi danced. Der ist total in. Wie die Inder. Ich bin so in, weil ich neben innen dann sitze. Von wo kommt der Spruch? Oh, vielleicht wissen es schon jeder. Das wissen wir doch schon. Von Cold Mirror. Ja, Cold Mirror ist cool. Ja, der da unten. Hm. Oh Gott. Was für eine Riesenarmee von Triplinatoren. Oh Gott. Tötet sie. Tötet die Triplis. Eigentlich wollte ich da jetzt den dahin machen. Oh. Boom! Oh mein Gott, Boom Headshot! Nochmal Boom Headshot! I have no idea, wo ich das jetzt hinmachen soll, aber ich mach's einfach mal dahin. Oh Gott, Leg Attack! Ich brauch Plätzchen. Dann machen wir einfach mal hin, machen wir einfach mal dahin. Random! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, dieses Spiel tötet Leute. Oh Gott. Es laggt. Oh Gott. Was habe ich getan? Oh Gott. Geile. Oh Gott, in der PC-Version habe ich ja noch nie sowas geschafft. Oh Gott. Ich kann mich nur wiederholen. Achso. Da unten war noch einer. In der PC-Version habe ich ja noch nie das geschafft. Das ist eh die letzte Welle, also. Machen wir mal dahin. Machen wir mal hierhin. Machen wir mal dorthin. Machen wir mal dahin. Schon wieder 18 Minuten, ne? Ich hasse drei Level. Ja, hallo? Hallo erstmal. Yay, wir haben einen Pilz bekommen für die Nachtlevels. Yay. Dieses Level tötet Leute. Meerpilz. Er wohnt im Meer. Wir machen jetzt ein Safe Set. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Wenn nicht, dann muss ich den Part so hochladen. Also, wir sehen uns im nächsten Part von Pflanzen gegen Zombies. Bye, bye.